Vieles spricht dafür, dass diese Rallye, die wir derzeit sehen, nicht nachhaltig ist an den Aktienmärkten. Warum? Naja, man muss eigentlich nur 1 und 1 zusammenzählen, dann kommt man zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Was ist der wichtigste Faktor an der Börse? Der monetäre, also Liquidität. Also sind es die Notenbanken, ist es vor allem die Fed, die hier die Musik gespielt oder die Musik eben aufhören lässt. Und derzeit haben wir schlichtweg die Situation, dass die Fed bisher überhaupt nicht bereit ist, umzukippen. Wird sie wegen der Inflation umkippen? Also praktisch dann ihre Geldpolitik ändern vielleicht, aber das wird dauern, bis die Inflation so niedrig ist, dass die Fed sagt, ja, okay, jetzt steuern wir um. Man hat mehrfach gesagt seitens der Fed, naja, da muss schon einige Monate irgendwie Überzeugendes von der Datenseite kommen. Wann steuert die Fed um? Wenn wir echte systemische Risiken für die Finanzstabilität haben. Und dieser Zeitpunkt ist sehr wahrscheinlich viel näher als der Zeitpunkt, dass die Inflation so deutlich nach unten geht. Also dürfte der entscheidende Trigger sein für das Umkippen der Fed und damit für eine Erholung der Aktienmärkte, eine wirkliche Erholung der Aktienmärkte, eben die Panik der Notenbanken sein. Erst wenn die Notenbanken in Panik fallen, dann können die Märkte jubeln, so krass es klingt. Und zweiter Punkt, warum diese Rallye aus meiner Sicht nicht nachhaltig ist, ist schlichtweg Charttechnik, ist schlichtweg Bewegungsdynamik von Kursen. Warum, will ich gleich mal zeigen. Hier sehen wir nochmal, die Fed versucht derzeit auch in ihren Äußerungen alles zu vermeiden, damit irgendwie ein Zweifel aufkommt, dass diese Inflationsbekämpfung oberste Priorität hat. Man will die Financial Conditions weiter straffen. Aber wenn die so straff sind, dass etwas kaputt zu gehen droht, dann wird auch die Fed nervös. Darauf können sie wetten. Denn da steht ziemlich viel auf dem Spiel, nämlich die Wirtschaft der USA. Wann wird die Fed umkippen? Hier mal eine Checkliste von Lance Robert. Okay, wir haben schon krasse Volatilität an den Anleihenmärkten. Das ist schon mal ein positiver Haken. Und wir haben auch, naja, Volatilität an den Aktienmärkten mit einem VIX über 30. Okay, aber wir haben sonst Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Unemployment Rate, alles noch ziemlich niedrig. ISM beginnt langsam auch ein Punkt zu werden. Also Einkaufsmanager-Indizes, wo es ein bisschen schwieriger wird, aber auch bei Inflation, Kerninflation oder auch den Credit Spreads oder den Junk-Bond-Spreads sehen wir noch nicht wirkliche Besorgnis. Das heißt, diese Checkliste ist nicht vollständig positiv aus Sicht eines Flippens der Fed in Richtung, wir machen jetzt doch alles anders. Also ist ein zentraler Faktor der, dass die Aktienmärkte gegen den Willen der Fed steigen würden, wenn sie denn weiter steigen. Aber das, was Sie hier sehen, nämlich den S&P 500, das wirkt auf mich eher korrektiv statt impulsiv, wirkt also nicht wie ein Beleg für einen Trendwechsel, sondern nur für eine Korrektur innerhalb eigentlich eines übergeordneten Bärenmarkttrends. Das kann sich bald ändern, aber erst wenn eben diese Cracks im Finanzsystem, diese Finanzstabilität wirklich dann gefährdet ist. Hier sehen wir mal interessant, das ist einfach mal so ein Blick in die Historie, in die Kurshistorie. Wir sehen die Parallelen zwischen 2008 und 2022 im S&P 500. Das ist schon ziemlich gewaltig, wie das hier ähnlich ist. Wir sehen ähnliche Strukturen jetzt auch übrigens zwischen 2022 und 1937. Beim S&P 500 und hier nochmal der Vergleich des VIX, also der Volatilität 2008 und 2022, also da gibt es so Muster, die interessant sind, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich bekanntlich, sie verläuft also so ein bisschen in ähnlichen Strukturen. Warum? Weil Menschen in ähnlichen Situationen ähnlich handeln und denken und derzeit haben wir ja so ein bisschen so ein Reset-Up der 1920er Jahre. Wir haben Themen, die wir seit 100 Jahren nicht mehr hatten und dementsprechend sollte man sich nicht wundern, wenn Menschen ähnlich reagieren, auch wenn das Ganze schon 100 Jahre nun mal her ist. Jetzt kommen wir zu den Zeichen des Cracks, also wann wird die Fed nervös werden. Wir sehen auf jeden Fall, dass eine Rezession extrem wahrscheinlich ist. Wir sehen hier die OECD Leading Indicators, die unter die Marke von 99 fallen, jedes Mal,
Wenn das der Fall war, haben wir global eine Rezession erlebt. Hier sehen wir oben rechts übrigens die Bloomberg Recession Odds Indicator, also wie wahrscheinlich ist eine Rezession jetzt auf 100% gestiegen. Ein Beleg dafür sind zum Beispiel solche Aussagen oder solche Taten, genauer gesagt von Apple, die jetzt mal ihr neues iPhone ja hoffnungsfroh gestartet hatten, aber jetzt ihren Zulieferern sagen, produziert mal weniger, weil die Nachfrage schlichtweg nicht da ist. Das sagt sehr, sehr viel. Bringt das Ganze so ein bisschen konkret auf den Punkt. Und kein Wunder, nicht nur eben jetzt in Asien oder in Europa, wo die Wirtschaft ja vor allem in China vor allem nicht wirklich gut läuft, aber schauen wir uns mal die USA an. Hier haben wir 40% der Amerikaner, also fast die Hälfte der Amerikaner hat Schwierigkeiten, seine Rechnungen zu bezahlen. Und wenn die Fed jetzt die Financial Conditions straft, damit die Zinsen weiter ansteigen, damit die Schulden, die die Amerikaner ja haben, immer weniger tragfähig werden, dann wird das richtig schnell in den Konsum reinknallen und das werden wir sehr, sehr bald in den Zahlen sehen. Dementsprechend wirkt diese Fed-Politik den Konsum ab und dann wird die Politik irgendwann sagen, das wollen wir nicht, zumal wir jetzt vielleicht dann Ende Oktober, Anfang November wirklich eine Chance haben zu drehen im Vorfeld der Midterm-Elections. Aber der Stress im System ist groß. Wir hatten gestern den NAHB House Markt Index in den USA gesehen, gecrashed geradezu von 46 auf 38, massiver Absturz. Die Nachfrage nach Immobilien ist extrem gering, eben weil die Zinsen so extrem hoch sind. Und Alf schreibt hier richtig, the pace of US housing market deterioration is consistent with unemployment at 6% in 2023. Das heißt, das, was wir im Immobilienmarkt sehen, ist zukünftige Arbeitslosigkeit, wenn man so will. Die wäre dann bei 6%. Das ist dann ein völlig anderes Niveau. Wir sehen derzeit eine most telegraphed policymaker-sponsored recession ever. Also diese Rezession, die ist praktisch künstlich herbeigeführt, schon mal alleine durch die Notenbanken, jenseits der Abwärtsdynamiken, die wir durch Chinas Corona-Politik sehen, die wir durch die Energiekrise in Europa sehen. Und ja, die Inflation, die wird bald nachlassen. Wir haben ja nochmal so einen Schocker gehabt letzte Woche mit den Zahlen. Naja, aber wir haben die Headline-Inflation wieder mal rückläufig gesehen. Es geht langsam, aber es geht eben nach unten. JP Morgan sagt jetzt, ja, es gibt immer mehr Anzeichen, dass diese Headline-Inflation runterkommt. Wir dürfen bei 6,8% im Dezember sein und dann weiter nach unten kommen Richtung 3% sogar im September 2023. Kashkari, der Agassi des Prekariats, wie ich gerne sage, von der Fed hat gestern nochmal klar gemacht, ja, wir müssen möglicherweise auch die Zinsen über die Marke von 4,5% anheben. Viel Spaß, Mr. Kashkari. Das wird dann auf jeden Fall zu diesem Crack im System führen, den ich vorhin angesprochen habe. Wir sehen Cracks natürlich ausgehend vor allem von Großbritannien, da ja diese Turbulenzen um Pensionsfonds, um die steigenden Renditen am Anleihenmarkt, heute viel beachtet, die Inflationszahlen in UK jetzt gestiegen von 9,9 auf 10,1%, erwartet 10,0%, daraufhin die Renditen wieder nach oben gegangen, die Party an den Aktienmärkten ein bisschen abgekühlt, diese Party dann entstanden auch durch die Netflix-Zahlen, die positiv aufgenommen wurden, Aktie 12% im Plus, heute vor allem Tesla im Fokus, das wird sehr wichtig, auch IBM wird man sich mal anschauen bei den Zahlen und die Banken haben ja überwiegend gute Reaktionen erfahren auf ihre Zahlen, die US-Banken nämlich. Aber dennoch, alle Banken haben weniger Net Income, trotz dieses eigentlich ziemlich guten Umfeldes, das sie derzeit haben mit steigenden Zinsen, als noch ein Jahr davor. Also die Banken stehen noch mit am besten da bald. Die Tech-Werte dürfte es dann eher erwischen. Jetzt sehen wir hier mal einen Chart, meine Damen und Herren. Das ist der Bitcoin. Und Peter Schiff, der bekanntermaßen ein riesiger Freund von Bitcoin ist, sagt, ja, also erstaunlich ist, dass eben bei dieser Rallye Bitcoin nicht mitmacht. Normal ist Bitcoin so eine Art Frühindikator, ein Liquiditätsasset ja vom allerfeinsten. Bisher sehen wir da null Erholung in diesem Chart. Dreimal dürfen Sie raten, capital.com. Jedenfalls ist das ein Anzeichen auch vielleicht mal in der Intermarktanalyse, dass da etwas noch im Argen ist. Und im Argen sind vor allem die Renditen. Wir sehen die zweijährige US-Staatsanleihenrendite 4,44%.
Wir sehen diese Invertierung hier der Zinskurve, die 5-Jährige nur 4,23, die 10-Jährige knapp über 4. Und es sind vor allem Ausländer jetzt interessanterweise, die massiv länger laufende Anleihen gekauft haben, weil sie nicht glauben, dass die Fed das Ganze durchhalten kann. Und das kann sie auch nicht, denn das System ist so dollarzentriert in der gesamten Welt, dass die Welt auf jeden Fall permanenten Zufluss von Dollars braucht, denn man ist schuldengehebelt, man ist vor allem in Dollar schuldengehebelt, und wenn dann Dollars knapp werden, weil die Leute sich entschulden, enthebeln müssen, dann entsteht Stress im System, und diesen Stress sehen wir jetzt. Das ist wahrscheinlich der Crack, diese Dollarstärke, die Renditenanstiege, das wird irgendwann was so stark kaputt machen, dass die Fed umsteuert. Die EZB will auch umsteuern, will jetzt mal ihre Bilanzsumme reduzieren. Good luck with that, liebe EZB. Wir haben jetzt immerhin eine Bilanzsumme von 81% in der Eurozone des BIPs. Die Amerikaner sind mal gerade bei 35% der Mitte ihrer Fed. Aber wenn die EZB jetzt auch noch anfängt, ihre Bilanzsumme zu reduzieren, dann möchte ich mal wissen, was mit den italienischen Renditen passieren wird. Die dürften steigen, und dann muss man wieder das TPI einführen und muss sagen, oh, wir drücken das jetzt künstlich. Also die EZB ist im Grunde in einer so desaströsen Situation. Das ist schon Krach. Das sind wir energietechnisch auch. Ich will noch mal erinnern an die Aussage des katarischen Energieministers, der gesagt hat, ja, Europa, dieses Jahr, diesen Winter habt ihr kein Problem. Aber die nächsten Jahre habt ihr ein Problem, und man hat das Gefühl, die Politik denkt irgendwie nur bis zum Frühling, weil dann ist ja alles erledigt, dann ist die Energiekrise erledigt. Deswegen gestern Scholz mit diesem Tweet, ja, 15. April 2023 ist Schluss mit der Atomkraft. Echt? Olaf, da musst du vielleicht nochmal nachdenken. Jedenfalls der Herr Hofreiter von den Grünen, der ja Zeit seines Lebens praktisch gearbeitet hat, der sagt, die FDP sei ideologisch verbohrt, weil man eben sagt, es wäre vielleicht sinnvoll, diese Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Rainer Zittelmann, Autor, Buchautor etc., sagt, okay, der berichtet davon, dass viele Unternehmer jetzt bereit sind oder willens sind oder sagen, ich muss Deutschland verlassen, weil ich hier nicht mehr produzieren kann, die Energiekosten sind zu hoch. Dann wurde er da ein bisschen angegangen auf Twitter. Haut doch ab, ihr sollt doch gehen. Ja, das Problem ist nur, diese Unternehmer, das sind diejenigen, die Arbeitsplätze schaffen. Das sind diejenigen, die letztendlich damit das Sozialsystem erhalten. Während wie Zittelmann schreibt, okay, dann macht mal eure Wirtschaft alleine mit Diversity Managern, Genderforschern, Gleichstellungsbeauftragten und Klimaaktivisten. Und innen, das bringt so ein bisschen auf den Punkt, wenn die Leistungsträger gehen, diejenigen, die wirklich das ermöglichen, was wir an Wohlstand haben, und dann diejenigen, die wie Ricarda Lang noch nie gearbeitet haben, aber genau wissen, dass die Atomkraft die allergrößte Gefahr für Deutschland ist, während ich denke, dass derzeit die Grünen die vielleicht allergrößte Gefahr für Deutschland sind, aber Schwamm drüber, aber das bringt so ein bisschen diese Divergenz zum Ausdruck. Diejenigen, die produktiv sind, die gehen, die anderen, die sozusagen von der Produktivität dieser Leute leben im System, die haben genaue Vorstellungen, wie alles zu sein hat, und das kann und wird nicht gut gehen. Jetzt hat zum Beispiel der BDI, Bund der Deutschen Industrie, gesagt, ja, Pragmatismus statt Ideologie ist das Gebot der Stunde, um Deutschland sicher und ohne gesellschaftliche Verwerfungen und schwere wirtschaftliche Schäden durch diese Krise zu bringen. Und dann der BDI weiter, ob ein Weiterlaufen der Kernkraftwerke über den April hinaus notwendig ist, muss abhängig gemacht werden von der Versorgungs- und Preislage und nicht ideologisch im Vorhinein schon entschieden werden. Da muss man der Sache nach urteilen. Wir wissen nicht, wie im Frühjahr 2023 dann die Situation ist, welche Ausblicke da sind. Solange aus Russland kein Gas fließt, wird die Situation schwierig bleiben. Erst wenn das aus irgendwelchen Gründen wieder passieren sollte, könnte sich die Situation dann anders darstellen. Immerhin, wir haben jetzt deutlich fallende Energiepreise gesehen am Großmarkt, also Gaspreise und Strompreise, booms, nach unten. Ich hatte mal ein Video gemacht, dass diese Preise fallen werden.
Da muss man klar unterscheiden zwischen Endverbraucherpreisen und eben den Preisen, die zunächst mal an den Future-Märkten auch bezahlt werden. Aber das ist eines der wichtigsten Themen, wird relativ wenig berichtet. Na ja, gut, Finanzmarktwelt berichtet drüber, das schon, aber sonst geht das so ein bisschen unter. Interessant auch finde ich, dass die Lebensmittelfirmen die Preise erhöhen wollen, weil die eben dann auch höhere Kosten haben. Aber die Händler, die Supermärkte, die sagen, nee, lass das mal, denn wir haben Angst, hier Kunden zu verlieren. Das ist wirklich eine interessante Geschichte. Deswegen bleiben so einige Regale leer, weil die dann eben schlichtweg nicht mehr liefern. Und nochmal abschließend zu diesem Energiethema. Eine richtige Energiekrise kommt die erst nächstes Jahr. Düstere Vorzeichen. Hier sagt zum Beispiel Daniel Stelter, warum nicht eigentlich eine Kombination, möglichst viel erneuerbare Energien und gleichzeitig Atomkraft? Das wäre doch mal ein konstruktiver, ideologiefreier Ansatz. Oft heißt es ja entweder oder, ich bin für Erneuerbare, aber es wird nur so nicht gehen. Das ist das genaue Problem und deswegen lesen Sie mal bitte diesen Artikel Richtige Energiekrise erst nächstes Jahr und diese düsteren Vorzeichen. Erste Artikelempfehlung und zweite Artikelempfehlung, die Immobilienpreise fallen weiter. Was da passiert und in welcher Dynamik das passiert, das lesen Sie in diesem Artikel. Also zwei Artikelempfehlungen. Ich empfehle mich jetzt bis heute Abend zum Marktflüster. Servus, ciao.